wenngleich Sie auch jetzt eine andere Einschätzung gegenüber Griechenland haben? Denn bisher haben Sie ja den Griechenland-Paketen immer Ihre Zustimmung gegeben. Naja, also Sie waren immer sehr proaktiv, wenn es darum gegangen ist, unsere hart verdienten Steuermilliarden nach Griechenland zu überweisen. Aber interessant war auch der Vorschlag vom Vizekanzler Spindelecker, der gemeint hat, wir brauchen so etwas wie einen Wachstumsfonds. Ja, guter Vorschlag für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Das sind ja jene, die wirklich in ihrer Existenz bedroht sind. Nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene. Ein guter Vorschlag. Man muss auch das würdigen, wenn einmal jemand von der Regierungsbank einen guten Vorschlag hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber jetzt erwarten wir uns auch von Ihnen, Herr Vizekanzler, dass Sie den Vorschlag nicht nur hier herinnen unterbreiten und hier eine gute Stimmung machen in Ihrer Verzweiflung, sondern dass Sie nach Brüssel fahren und dass Sie bei den Verhandlungen dort auch diesen Vorschlag machen und einbringen. Es war auch sehr interessant vom Kollegen Kopf der Vergleich mit den Sparvereinen. Richtig, ein Sparverein hat Geld zu verwalten, das er hat, und nicht wie die Europäische Union, die mehr oder weniger Schulden verwaltet. Aber mit dem Weg, den Sie beschreiten, Herr Kollege Kopf, gemeinsam mit Ihrer Fraktion und mit Ihren Regierungsmitgliedern der ÖVP, über den Fiskalpakt, über den ESM, wird die Schuldenpolitik weiter fortgesetzt. Es steigen die Schulden innerhalb Europas und es sinkt das Wachstum innerhalb Europas, innerhalb der europäischen Mitgliedsländer, sowohl der Eurozone wie der EU-27. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, kehren Sie alle zurück zur Ehrlichkeit, dann können wir verhandeln über ein besseres Konzept.